Hey Leute, ein weiterer Part von The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ja, wir sind hier gerade direkt vor dem sechsten Dungeon der Schattenwelt. Und naja, der zweite Dungeon der Schattenwelt, den lassen wir noch ein wenig warten, genauso wie den fünften jetzt ebenso. Und machen jetzt einfach direkt schon den sechsten Dungeon auch ebenfalls. Denn, erstens, ich hab Bock. Zweitens, haben wir hier direkt einen wundervollen Platz, den wir nur betreten können, wenn wir einen Enterhaken haben. Tja, dann müssen wir ja wohl gehen, oder? Richtig oder falsch? Also mal ganz im Ernst, also ich weiß schon jedes von dem Spiel, jedes Detail und alles. Und deswegen können wir da durchlaufen. Und hier, ein kleiner, nicht unbedingt ein Speedrun-Trick, aber auf jeden Fall ein Trick, mit dem man auf jeden Fall hier alles überspringen kann und auch den zweiten Dungeon. Was natürlich irgendwie auch interessant ist. Und ja, wir haben dann immerhin jetzt für den sechsten Dungeon auch immer noch eine kleine Challenge. Dadurch, dass wir den die etwas anderes noch nicht bekommen haben, wodurch wir das auch ein bisschen einfacher machen. So. Und generell, ich habe gerade richtig Bock auf den Dungeon. Ich habe ihn vor kurzem in einem Video gesehen. Ich frag mich doch nur, welches Video. Ja, weiter geht's. So, und ich habe da auch generell jetzt einfach Bock bekommen. Vor allem, weil ich mir so dachte, okay. Okay, es ist eine Randomizer, aber ich habe mir dann so gedacht, okay, er kennt sich, glaube ich, noch nie so ganz aus. Naja, aber ich habe halt auf jeden Fall einen Speedrun-Weg, den ich auch gerne zeigen würde. Also, Speedrun-Weg, ne? Ist eine dieser Dungeons, bei denen ich nicht so ganz 100% versessen bin. Wo ich dann so ein bisschen, ja, dann doch relativ durchrenne, könnte man sagen. So, und hier oben geht man immer so als erstes hin, denn da ist einfach nur ein Schlüssel. Einfach ein ganz gewöhnlicher Schlüssel. Ein Schlüssel, ja. So, und da haben wir den Schlüssel und behalten ihn einfach mal eine Zeit lang. Denn wir sammeln jetzt noch einige weitere Schlüssel. Also, ich meinte Schüssel natürlich. Dafür müssen wir erst einmal nach rechts gehen. Denn wenn wir da nach links gehen, war ja, glaube ich, dieser eine Raum, der uns direkt ausgeschlossen hat. Wo dann diese Bombenviecher sind. Autsch. Und Leute, ihr werdet es kaum glauben, aber ein weiterer Schlüssel. Und hier drinnen, das war nicht der letzte. Also wenn ihr glaubt, dass das der letzte war, dann habt ihr euch echt ganz schön geschnitten. Ey, Kumpel, das war jetzt echt nicht nett von dir. Mach mir das eben so, wenn du nicht willst. So, jetzt wird es erstmal ein bisschen schwieriger, denn wir haben leider kein Item, mit dem wir uns vor diesen Stacheln schützen können. Aber los, los, los. Nein. Okay. Einfach ein bisschen warten. Habe ich das Mysterium jetzt endlich nach all den Jahren auch noch gelöst? Oder haben wir es gelöst sogar? So, und jetzt einfach weitergehen, einfach weitergehen. Bevor wir von dem getroffen werden. Hier warten wir mal. Wow. Chill, Kumpel. So, hier nach links. Denn links ist immer ein Fan von Link. Und Link ist immer ein Fan von links. Übrigens. Hier drin gibt es den Typi, der tut immer so Feuer spucken. Aber auch wieder so einer von denen, den ich hier gerne mal ignoriere. Ups. Ich wollte gerade schauen, wegen Feen und so. Okay, wir haben schon mal eine und das war's auch. Also einmal können wir auf jeden Fall sterben. Dann sind wir da schon mal abgesichert, was das angeht. Und werden erst einmal weitergehen. Im besten Falle einfach mal nach links. Nämlich genau dort, denn. Oh, hier erinnere ich mich auch noch. Das ist relativ gemein. Oh nein! Schnell! Und wir sind down. Autsch. Also links sieht sehr geschwächt aus, während er hier auf dem Boden liegt und nichts tun kann. Wir werden uns aber trotzdem die Goddamit Fee holen. Los! Los! Wir werden sie uns holen. Das versichere ich euch. Nein! Das ist nicht so schön. Okay, sie sind besiegt. Das ist das Beste. Und wir greifen ihn an, denn er hat einen Schlüssel. Unfassbar, oder? Unfassbar. Ich würde aber ganz kurz dann nochmal in die Richtung gehen und mal kurz was schauen. War das jetzt. Yep. Wir holen uns direkt, ganz instant, einen weiteren Schlüssel. Und das ist auch einer der letzten, oder der einzige Dungeon, in dem wir so viele Schlüssel auf einmal haben werden. 4 Stück. Das ist eine, ja, sehr interessante Anzahl.
Gibt's nicht unbedingt in jedem Dungeon. Würde ich mal behaupten. Nein. Die respawnen. Die respawnen einfach mal so. Echt wie cool, Alter. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, dass sie sich einfach mal respawnen lassen. Aber okay, dann haben wir auf jeden Fall eine unendliche Feenquelle. Ach warte, ich habe das sogar damals genutzt, als ich kleiner war. Weil, naja, wenn man kleiner ist, ist man nicht so gut in solchen Spielen. Eine logische Schlussfolgerung von mir. Autsch. Autsch. Na gut, ich bin auch so nicht gut. Also weil ich nicht so gut bin, darf ich das. Okay. Ja, das ist jetzt ein Armutszeugnis, echt. Aber, naja. Wir gönnen uns das jetzt einfach mal, nachdem wir uns die Challenge erlaubt haben. Mit ohne Schwert, also ohne Schwert insgesamt. Jetzt ganz schnell holen. Waren bloß Pfeile. Autsch. Der macht aber nicht so viel Schaden. So, hier waren auch keine. Hatte ich aber auch eh nicht in Erinnerung. So, zu der Truhe müssen wir unbedingt hin. Die ist nämlich was ganz Besonderes. Diese Truhe, denn sie hat natürlich etwas, naja, Bestimmtes. So, jetzt nochmal, weil wir solche Typen sind, die es uns einfach einfacher machen. Weil einfach, einfach, einfach ist. So, da oben müssen wir noch nicht. Wobei, doch, 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 doch. 100% und so. Haben wir eigentlich die Karte? Nein, haben wir nicht. Naja, egal. Wir können es ja auch ohne Karte machen. Jetzt ganz schnell, schnell, schnell. Und der Typi wird einfach mal da drinnen gespawnt, warum auch immer. Vielleicht ein Fehler von den Entwicklern. Wer weiß. So, da rechts wollen wir dann natürlich nicht mehr hin. Stattdessen. Wow, wir haben uns einfach mal treffen lassen. Weil diese Teile einfach mal beide gleichzeitig los sind. Jetzt einfach mal hier entlang. Jetzt mal schauen, hier kriegen wir, glaube ich, Magie. Ja, klar. Die gute alte Magie. Mit der können wir natürlich sehr viel anfangen und die ist natürlich nicht umsonst da. Ich muss mal kurz schauen, ob das klappt. Okay, ja. Ein kleiner Speedrun-Trick auch noch, dass wir das einfach mal so machen können. Und hier müssen wir dann extra an den ganzen Stellen hier so vorbeilaufen und haben es. Denn jetzt gerade gibt es ein Erdbeben. Oh nein. Welches durch diese Fackeln ausgelöst wurde. Ich frage mich, an was diese Fackeln angebunden waren. Eventuell an diesen ominösen rechten Raum dort. In welchen wir jetzt hinein können. Ja, und wären wir jetzt normal hineingegangen, dann wären wir nur in so einem schmalen Gang gewesen. Welcher jetzt nur so nach oben und unten gegangen wäre. Und dann hätten wir einfach das hier erwischt. Diese Steintafel. Ey, unser guter Kumpel. Monty, ich bin es, Sahasala, der Dorfälteste. Du musst die vier Fackeln anzünden, um den Weg nach vorne zu öffnen. Ja, aber damit ist noch nicht mal das Rätsel gelöst, denn das ist ja ein schwarzes Loch. Schwarzes Loch, ne? Aber da können wir doch gar nicht. Tja, wir können es doch. Denn in diesem Fall ist das schwarze Loch tatsächlich sogar betretbar, warum auch immer. Ich denke mal, das ist jetzt einfach mal so als Trick so gemeint und im Text wird einem dann noch so erklärt, ja, aber du kannst es trotzdem machen. Nur an dich glauben oder irgendwie sowas. Aber gut, wir werden jetzt direkt hier hingeleitet. Aber da sollten wir nicht hingehen, denn dort vorne würde es einfach mal den normalen Weg weitergehen, aber den wollen wir nicht nutzen. Weil wir noch einiges zu tun haben. Oh nein. Ey, aber immerhin, wir können wieder Leben auffüllen. Davon bekommen wir ganz schön viel. Und hier jetzt noch ein weiterer Trick im Spiel. Obwohl, nachher damit. Okay, danke. Wir können nämlich einfach ohne Schaden hier vorbeilaufen. Tja, ein ziemlicher Fail für den Entwickler, würde ich mal sagen, denn ja. Ich meine, ich glaube nicht, dass die gedacht hätten, dass man so etwas einfach macht. Dafür haben die ganzen Stacheln und alles hin platziert, damit man auf jeden Fall nur mit Schaden durchkommt. Und dann einfach mal sowas. Ey, wir können abhauen. Wow. Ey, wir haben das richtig gut gemacht. Richtig nice abgehauen. Und jetzt kommt hier natürlich so einer, genau aus dieser Richtung. Deswegen wir jetzt einfach mal den Weg hier nehmen. Nehme ich auch echt selten. Oh nein. Nehmen wir den anderen. Der sieht schöner aus. Na gut. Wenn das Spiel es so will, dann will das Spiel es so. Können wir eh nichts dagegen machen. Und hier ein weiterer Schlüssel.
Also wir sehen, die Entwickler hatten sehr viel Spaß darin, in irgendwelche Totenköpfe Schlüssel reinzupacken. Weswegen wir da immer aufpassen sollten. Aber hier sind keine mehr. Das kann ich versichern. So. Aha. Immer schön im Weg bleiben, ne? Wundervolle Gegner, immer wieder. So, aber jetzt sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, an dem wir uns erstens die Karte holen und zweitens... ganz kurz überlegen. Karte. Ja, uns das Dungeon-Item holen. Das werden wir ebenso tun. Dafür müssen wir jetzt hier hingehen und ihr kennt diesen Raum ja schon. Da waren wir doch tatsächlich schon drinne. Und hier gibt's die Karte. Oh yeah. Du hast die Karte erhalten. Wow. So, wir haben hier noch wenige Räume. Also im Prinzip sind wir eigentlich schon so gut wie fertig mit dem Dungeon innerhalb eines Parts. Das ist ziemlich schnell. Aber generell sind alle Dungeons ungefähr in dieser Länge. Ups. Ich dachte, dass wir dort auch runter konnten. Okay. Habe ich mich geirrt. So, hier ein weiteres Magie-Portionchen. Portionchen, ja. Klaro. So, weiter geht's in diese Richtung. Und jetzt müssen wir uns erst einmal beeilen, denn hier gibt es wieder eine Stelle, wo wir eigentlich den Enterhaken bräuchten, es aber auch ohne Enterhaken möglich ist. Also legen wir mal los. Jetzt anstrengen und rennen. So, hier runter. Rechts rennen. Und verkackt. Ja. Also wenn wir schnell genug sind, dann können wir noch ganz knapp so an der Ecke so vorbei, aber ein weiterer Versuch. Ich meine, dauert ja nicht so lang. Wenn wir nochmal so um die Ecke gehen müssen, dann hätte ich kurz gesagt schneiden, aber so passt das. So, 2 Sekunden später und wir sind da. Okay, mental vorbereiten und los. Rechts, nach oben und ganz knapp, ganz knapp. Okay. Tja, mit Enterhaken wäre es leichter, aber ich meine, die Challenge ist das, was uns antreibt. Nur müssen wir sie auch schaffen. Ganz knapp dran vorbei. So, jetzt nochmal. Challenge! Challenge! Oh nein. Ja, war auch klar. Wenn wir einmal gegen die Wand gehen, dann haben wir direkt verkackt. Also, kurzer Schnitt. Bis gleich. Ich will mir aber die Mühe machen, das Ganze dann auch wegzuschneiden, immer so einen bestimmten Punkt. Unter anderem, weil es halt einfach, es ist unnötig. Dieser Weg, ich denke mir da immer so, oh Mann, schneid es doch. Oh, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Ich wäre jetzt beinahe durch dieses Neujustieren vom Weg abgekommen, aber es hat noch geklappt. So, wir haben den Sumaria-Stab bekommen, welcher sehr hilfreich ist, wenn wir bestimmte Blöcke platzieren wollen. Hier kurz eine Showcase. Diese tollen Blöcke können wir auch echt gut verwenden. Zum Hin- und Herwerfen und dafür. Und vor allem, wenn wir Schalter haben, können wir sie auch draufschieben. Was auch nochmal praktisch ist. Oh, ups. Naja. So, jetzt suchen wir noch die letzten Räume ab, in denen wir noch was finden können. Einmal dieser eine hier. Und dann noch. Ein Moment, der war doch. Ja, genau hier. Ja, das war dieser. Der eine Bombenraum. Den ich jetzt komplett gemieden habe, über den gesamten Weg her. Und jetzt gehen wir dort extra rein. Gerade weil wir es die ganze Zeit vermieden haben. So, hier drin, hier müssen wir alle von diesen Gegnern besiegen. Dann könnten wir theoretisch wieder da nach rechts gehen. Aber keine Lust. Ich meine, dafür haben wir ihn auch extra aufgehoben. Dass wir es nicht tun müssen. So, und jetzt gibt es noch. Dort oben gibt es noch einen Raum. Dann gehen wir auch direkt hin. Wow, das war knapp. So, da haben wir es. Also jetzt sind so gut wie alle Räume geschafft. Müssen wir jetzt mal ganz kurz da nach oben. Mal sehen. Nein, das war dann doch nicht der Raum. Hier weiß ich dann natürlich nicht ganz alles, welche Räume jetzt 100% genau miteinander verbunden sind und alles. Ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt was sein wird, also hinter der Tür. Nein, nichts. Dann nehmen wir das wieder und weiter geht's. Dann nehme ich jetzt einen anderen Weg, den ich eigentlich lieber laufe. Oder einen Moment. Ach, einen Moment. Jetzt gibt es eine kleine Verwirrung.
Nehmen wir am besten einfach einen einfachen Weg. Ich bin gerade nämlich nicht sicher, was den Weg angeht. Und mach's mir lieber leichter. Autsch. Sein Arsch. Beziehungsweise Totenkopf. Boah, richtig gegeben. Okay. Das war halt eben auch nicht der richtige Weg. Obwohl, na, eigentlich doch. Eigentlich doch. Wir müssen nur wissen, wie wir das tun. Nehme ich einfach über diesen Weg. So. Jetzt müssen wir einfach dort entlang laufen. Dann wieder dort rechts runterfallen. Und diesmal den Text mit Sahasrara einfach ignorieren und diese Geister ebenso. Ich meinte Geister. Ich glaube Wizzrobe oder irgendwie so heißen die. Ich weiß, dass es auf jeden Fall Gegner sind, die auch in der Anleitung drinne stehen. Habe ich mir sehr gerne durchgelesen, als ich kleiner war. So, und jetzt nach oben. Haben wir ja diesen Teleporter haben wir jetzt dann doch noch genutzt. Das ist doch ganz nett. Vor allem, da es anfangs nicht geplant war. Oh, Junge, ein Hase. Lalalala. Habe ich das eigentlich schon mal genauer erklärt? Also, diese Teile machen uns zu Hasen, auch wenn wir die Mondperle haben. Was halt so das Besondere an denen ist. So, jetzt hier entlang. Und ganz schnell. Bam. Und dann noch ein Herz. Ja, genau das haben wir. So, und jetzt kommen wir auch in den nächsten Bereich des Dungeons, nachdem wir dann gleich Treppen hinuntergelatscht sind. Und nochmal ganz schön ein paar Magiedingser. Und wie ihr seht, ich bereite mich vor, darauf den Sumaria-Stab zu verwenden, denn, naja, die Items, die wir in Dungeons finden, werden ja generell eigentlich verwendet. Boah, und das Dungeon-Item, welches wir im fünften Dungeon finden, das wird eigentlich praktisch gesehen immer verwendet. Also für immer. Könnte man sagen. Aber naja, nur fast, kann man eigentlich dann noch sagen. Oh, ganz knapp. Das aus dem fünften wird nämlich, also es wird schon verwendet, aber halt nicht für immer. So, her damit. Denn irgendwann wird dieses Dungeon-Item dann auch ausgesetzt. Ausgesetzt? Ich meinte ersetzt. Oh, hi, Kumpel. Ich frage mich, was der hier gemacht hat. Hey, jetzt haben wir mehr verloren als gewonnen. Na, supi. Das ist auch nicht das erste Mal. Autsch. Sein Arsch. Okay, weiter. Das war auch wieder relativ knapp. So, nach diesem Raum müsste, glaube ich, ein etwas interessanter Raum kommen. Wo, für welchen wir auch diesen Stab wirklich dringend brauchen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Eis. Magiepulver. Gerade voll den Hänger gehabt. Na, Kumpel. Würdest du wohl? Es wäre nämlich sehr nett, wenn du würdest. Oh, Junge, ich mag dich nicht. Du bist kein netter Geselle hier. So, die guten alten Totenkopfgegner. Ach, es dauert noch etwas länger als erwartet, bis wir in diesen. Ein Moment. Oh mein Gott, der Raum, den ich meine, der existiert hier nicht. Der ist aus einem anderen Dungeon. Fällt mir gerade ein. Okay. Dann war das doch ein wenig anders, als ich es noch im Kopf hatte. Aber okay, dann werden wir das akzeptieren und weiterhin unseres Weges strotzen, latschen und alles. Okay, ich glaube, wenn wir. Können wir hier entlang? Ich weiß es nicht. Doch, wir können. Was? Also ich bin jetzt echt nicht einverstanden damit. Na gut, dann machen wir es einfach so weiter. Ich meine, wir können ja nichts dagegen tun. Wenn wir etwas dagegen tun könnten, dann. Naja, dann wäre ich schon auf meinem Weg und. Oh. Nein! Stirb! Okay. Oh Junge, Leute, die so ins Mikrofon stirb reinschreien. Ach ja, das macht einen sehr guten Eindruck. Okay, dann weißt du was, ich ignoriere dich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das noch andrücken müssen, aber machen wir es einfach. So, und die Bombe. Oh nein, schnell. Warum hängen wir überall? Hier drin haben wir auch wieder einen Bonusraum. Ganz nette Sache. So. Lalala, wir werden reich. Na, na, na. 603 Rubine. Wir müssen auch bald mal wieder was abgeben, also etwas spenden. Oh, da fällt mir gerade auch ein, generell. Von den.
Die ist immer noch da? Die ist immer noch da? Okay. Also, wir müssen auf jeden Fall noch was spenden. Da wir eh schon die 999 Rubine erreicht haben. Und das damit auch keinen Unterschied mehr macht, ob wir sie nochmal erreichen. So kurz das hier machen und down. Boah, die könnten wir theoretisch jetzt nochmal besiegen, aber... Nee. Die respawnen eh jedes Mal wieder. Also warum? Okay, wie ich gerade bemerke, sind wir sogar am Ende des Parts. Weswegen wir jetzt, sobald wir am Boss, an der Bosstür sind, welche nicht mehr fern ist... Autsch. Also, weswegen wir dort dann direkt den Part beenden werden. Deswegen würde ich mich auch beeilen. Generell ist hier auch nichts mehr und... Hier ist auch eine gute Stelle für Speedrun-mäßiges. Oh Junge, hier könnte man sich in die Tür reinstellen und dann würde man keinen Schaden bekommen. Ich, die Intelligenzbestie, check das natürlich wieder nicht. Och, komm. Los. Also wir bekommen hier nur Schaden, okay, nett. Und da ist die Tür. Ey, dieser... Der Typ ist echt... Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Sag mal, was soll denn das? Mann, Mann, Mann. Jetzt haben wir richtig viel Minus gemacht. Und oh nein. Ich mache diesen Boss immer mit einem bestimmten Trick. Naja, in dem Sinne würde ich mal sagen, tschüssi, bis zum nächsten Part und ja, liken, disliken, abonnieren, wer auch immer das Bock hat. Wer auch immer. Wie auch immer, meine ich. So, bis zum nächsten Part und tschüssi. Nein. Nein. Okay, bis dann.